Hallo und herzlich willkommen zurück bei uns. Ich bin Sandy und heute spielen wir wieder Horse Legends Epic Ride Game. Wir gucken, was wir bekommen. Wir bekommen Holz. Als ob wir Holz bekommen. Wir brauchen gefühlt alles außer Holz. Stimmt nicht. Wir brauchen... Eigentlich bräuchten wir irgendwie Diamanten oder irgendetwas anderes. Mega viele von euch haben gesagt, wir sollen an dem Golden Wheel spinnen und rausfinden, was wir bekommen. Das Ganze kostet 2,69 Euro, was nicht teuer ist, wenn man was Krasses bekommt, aber mega teuer ist, wenn man theoretisch nur 20 Gems bekommt. Aber ihr wolltet es unbedingt, deswegen drehen wir heute am Golden Wheel, Leute. Bevor wir das aber machen, holen wir als allererstes hier unsere Coins ab, unsere Päckchen. Außerdem natürlich unseren Truck. Da war nichts Gescheites drin, hätte ich gesagt. Dann schicken wir den Truck gleich wieder los und gucken, was wir abgeschlossen haben. Train one of your horses. Nice. Okay, das ist mega cool. Win Auburn Special. Prepare Grain Mix und sell Snow Peas. Snow Peas. Das heißt, wir holen die einfach mal ganz kurz ab und bauen einfach nochmal neue an. Denn ich glaube, ich hatte nicht wirklich viele von denen. Und dann gehen wir rein und haben irgendwas abgeschlossen. Ach so, Harvest 35 Wheat habe ich abgeschlossen. Das ist interessant. Okay, ihr habt mir gesagt, ich kann das refreshen, indem dass ich eine Mission angucke. Aber das machen wir jetzt auch nicht unbedingt. So, jetzt wartet mal ganz kurz. Wir müssen die Peas verkaufen. Ich kann mich nun leider nicht mehr erinnern, wie viele. Lol. 7 Stück. Oh mein Gott, 7 ist aber richtig viel. Dann müssen wir definitiv noch ein paar mehr anbauen. Aber egal, Leute. Wir verkaufen die gleich wieder. Und dann müssen wir Prepare Grain Mix. Was ist denn von den beiden die Grain Mix? Ich bin mir nicht sicher. Egal, wir machen einfach mal alle. Okay. Außerdem holen wir hier nochmal alles ab, was wir abholen können. Da hatten wir tatsächlich auch noch ein paar von den Peas dabei. Und was ich auch gerne noch machen möchte, ich möchte hier nochmal neue anbauen. Als nächstes schauen wir zu unserer kleinen Tami, die tatsächlich jetzt Level 17 ist. Ich bin mega gespannt, ob wir das Turnier, das wir schon zweimal nicht geschafft haben, jetzt schaffen werden. Denn mit einem Level mehr sollten wir es eigentlich hinbekommen, denn Tamis maximales Level ist 20. Vor allen Dingen, wenn wir das jetzt nicht schaffen, dann bin ich mir auch ehrlich gesagt nicht sicher, ob wir es jemals schaffen. Aber ich glaube, ich stelle mich bei manchen Turnieren halt einfach auch besonders krass an. Aber wenn wir es nicht probieren, werden wir es nicht rausfinden. Das heißt, wir gehen rein nach Southern Beauty und gehen mit unserer Tami. Wir haben hier definitiv gute Chancen. Wir haben 71%. Das hätte ich gesagt, ist in Ordnung. Wir geben auf jeden Fall unser Bestes. Wer kennt's nicht, Leute? Los geht's. Dann geht's los. Ach genau, das ist die Strecke, wo wir einmal rumrennen müssen. Da war ich also... Da, ich glaube, die haben wir aber nicht geschafft, weil unser Level einfach zu low war. Hallo! Hier sind's, die Tami und die Sandy wieder am Start. Okay. Puh, ich bin... ich bin ein bisschen aufgeregt. Beim letzten Mal war das ja wirklich ein absolutes Desaster. Falls ihr es verpasst habt, checkt's unbedingt aus. Ich versuche... Oh ja, jetzt sind wir da rübergekommen. Habt ihr das gesehen? Beim letzten Mal hatten wir da gar keine Chance. Gar keine Chance hatten wir da. Da sind wir direkt reingesprungen. Oh ja. Ein Level und schon geht's ein bisschen besser. Da sind wir gut rübergekommen. Wir sind so krass. Habt ihr das gesehen? Und jawohl. Oh mein Gott. Als ob wir das jetzt fehlerfrei geschafft haben. Wir haben einen Perfect Run hingelegt, Leute. 22 von 22 Obstacles cleared. Und haben astrein den ersten Platz geholt. Das heißt, das lag nicht an mir, das lag an dem Level von meinem Pferd. Okay. Puh, ich bin ehrlich gesagt mega erleichtert, denn wenn es an mir gelegen hätte, wäre das irgendwie schon ein bisschen eine traurige Geschichte gewesen, oder? Oh mein Gott, wir holen natürlich hier unsere Geschenke ab. Was bekommen wir? Jetzt ist die Frage, was bekommen wir? Wir bekommen 30 Ruf, 265 Coins, einen Gem, 10 Energie, 2 Holz. Kriegen wir keine Schlüssel? 3! Oh mein Gott, wie cool! Nice. Leute, das ist nicht passiert. Wir haben einen
goldenen, nicht golden, silbernen Schlüssel bekommen. Somit haben wir jetzt 10 silberne Schlüssel. Das ist so unfassbar cool. Das heißt, wir können einen silbernen Trailer aufmachen. Ich wollte ja heute eigentlich unbedingt am Rad drehen, aber ich frage mich jetzt gerade, weil wenn wir in diesem silbernen Schlüssel ein Stufe 5 Pferd haben, dann müssen wir definitiv nicht mehr am Rad drehen. Und dann muss ich ja theoretisch auch kein Echtgeld ausgeben. Von daher, wir gucken jetzt mal, wir haben hier 8. Hier haben wir 4 und hier haben wir auch 4. Okay, also wir brauchen noch einiges, Leute. Aber das ist mega cool. Ich überlege jetzt gerade, wollen wir das machen? Ich hätte gesagt, wir wollen das machen. Und wir haben die Mission abgeschlossen und müssen dann noch Auburn Special gewinnen. Das können wir beim nächsten Mal. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, Leute, was wir machen. Aber als erstes verkaufen wir mal ganz kurz Blazing Wilbur und machen unseren silbernen Trailer auf. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt, Leute. Wir sind Level 41. Ihr habt mir in die Kommentare geschrieben, ihr habt in dem Level eigentlich schon alle mindestens 2 Stufe 5 Pferde gehabt. Oder ihr hattet genauso viel Pech wie ich und hattet eins oder gar keins bis zu dem Zeitpunkt. Ich bin mega gespannt, ob wir jetzt ein Stufe 5 Pferd bekommen, Leute. Ich weiß, ich habe am Anfang gesagt, wir machen das Ganze mit den Gems. Aber wenn wir jetzt einen Stufe 5 Pferd bekommen, das Special oder Rare ist, dann hätte ich gesagt, gibt es keinen Grund, Echtgeld für das Spiel auszugeben, denn ne? Okay, Leute, los geht's, los geht's, los geht's, los geht's. Oh mein Gott, ich bin so genau, es ist ein Special. Stufe 3? No. 4. Yay. Okay, Leute, das war ein Satz mit X, das war wohl nix. Natürlich wollte das Spiel, dass ich Geld ausgebe. Ist ja klar, dass das Spiel möchte, dass ich Geld ausgebe. Denn jedes Spiel finanziert sich dadurch, dass die User Geld ausgeben. Von daher hätte ich gesagt, wir spinnen am Wheel. Aber als allererstes muss ich natürlich erstmal die 2,69 bezahlen. Von daher hätte ich gesagt, wir sehen uns gleich wieder. 20 Minuten später. Oh, da geht's los, Leute. Oh mein Gott, es war eine Odyssee, bis ich das jetzt zahlen konnte. Was bekommen wir? Oh mein Gott, wir bekommen... 750, es war so unfassbar knapp, dass wir 750 Gems bekommen. Am Ende des Tages waren es nur 50. Ich bin mir nicht sicher, ob das ein guter Deal war oder nicht. 50 Gems für 2,69. Wir gucken einfach mal ganz kurz nach. 30 bekommt man normalerweise für 2,69. Wir haben 50 bekommen. Von daher hätte ich gesagt, das war schon ein guter Deal. Aber stellt euch mal vor, wir hätten 750 bekommen. Die sind 45 Euro wert. Das wäre einfach so unfassbar cool gewesen, Leute, oder? Stellt euch das mal vor. Oh mein Gott, es ist so traurig. Ich bin mir nicht sicher, wollen wir nochmal? Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare. Sollen wir nochmal an dem Wheel drehen? Fandet ihr das cool? Ich fand es tatsächlich mega, mega cool, aber ich bin mir halt definitiv nicht sicher, was wir dann bekommen werden. Denn wenn wir jetzt nochmal ganz kurz zum Wheel gucken, wir haben 2x20, 4x50, 2x30, einmal 400, 750 und 60. Ich hätte gesagt, wir hatten schon Glück, oder? Denn 400 und die 750 ist wahrscheinlich mega, mega selten. Schreibt mir mal sehr, sehr gerne in die Kommentare. Glaubt ihr, mit unseren 50 Gems hatten wir sehr, sehr viel Glück? Oder sagt ihr, das hätte definitiv besser sein können? Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, Leute. Ich habe absolut keine Ahnung. Jetzt müssen wir noch entscheiden, was wir in der nächsten Folge machen wollen. Wenn wir hier zu Schlüssel gehen, haben wir 3 verschiedene Boxen. Wir haben die Rookie-Box, die Ace-Box und die Champion-Box. Für die Champion-Box bräuchten wir 200 Gems. Aber nachdem wir jetzt 114 Gems haben, ist es kein weiter Weg mehr. Vor allen Dingen, wenn wir nochmal am Rad drehen würden, theoretisch. Ich wäre, glaube ich, bereit, das zu machen. Könnten wir uns vielleicht mit viel Glück die Champion Box irgendwann erarbeiten. Aber Leute, aber die Ace Box, die könnten wir uns letztendlich nächstes Mal direkt kaufen. Schreibt mir jetzt in die Kommentare, was sollen wir machen? Rookie Box, Ace Box oder Champion Box? Ich, Leute, bin auf jeden Fall für die Ace Box, denn die Champion Box ist so extrem teuer. Für das, dass wir dann letztendlich 3 Trailer aufmachen können, ist nicht wirklich viel. Und bei den 80 können wir wahrscheinlich auch 3 Trailer aufmachen, halt nur keine goldenen.
dann ehrlich gesagt, war es mit dieser Folge von Horse Legends Epic Ride Game. Wir haben es tatsächlich getan, Leute. Wir haben 2,70 Euro ausgegeben, um am Rad zu drehen und haben 50 Gems erhalten. Ich bin gespannt, was ihr sagt, ob es ein guter Deal oder ein schlechter Deal war. Ich denke, es ist ein guter Deal, Leute. Aber es war einfach zu knapp zu den 750. Deswegen bin ich, glaube ich, trotzdem ein klein wenig enttäuscht. Ich danke euch auf jeden Fall vielmals fürs Zuschauen. Lasst sehr, sehr gerne einen Like, einen Kommentar und ein kostenloses Abo da. Und dann ehrlich gesagt, bis zum nächsten Mal. Servus!